Die Demonstrationen zeigen, wie das kleine Fahrzeug mit Hilfe des LiDAR und eines einfachen Algorithmus durch Hindernisse manövrieren kann. So, wie man hier sehen kann, befindet sich hier oben der Laserscanner. Und wenn man näher anschaut, kann man der Raspberry Pi auch sehen. Der Raspberry Pi ist für die Kommunikation mit dem LiDAR und die Steuerung des Picas verantwortlich. Und um das ganze System hier zu betreiben, braucht man dafür zwei 3,7 Volt Akkumulatoren. Das reicht aber nicht, um beide Geräte hier zu betreiben. Und deswegen befindet sich auch ein Step-Up-Spannungsregler hier, mit dem man mit 24 Volt den LiDAR betreiben kann. Es gibt auch zwei DC-Motoren und ein Servomotor, der für die Lenkung verantwortlich ist. Die Kommunikation zwischen LiDAR und Raspberry Pi erfolgt durch ein USB-Kabel hier, und das wird durch Endpoints geschafft, was später noch erklärt wird. Der LiDAR hat eine Scanfrequenz von 15 Hertz und einen Öffnungswinkel von 270 Grad, das heißt von minus 45 Grad bis 225 Grad. LiDAR misst Entfernungen, indem das Ziel mit einem Laserlicht beleuchtet und die Reflexion wird mit einem Sensor gemessen. Diese Unterschiede in den Laserrücklaufzeiten können dann verwendet werden, um die Abstände zu messen. Diese Abstände werden dann in ein paar Algorithmen eingesetzt, um das Fahrzeug zu steuern. Eine erfolgreiche Kommunikation zwischen Raspberry Pi und LiDAR wird über Endpoints mit der Python-Bibliothek PyUSB hergestellt. Ein Endpoint ist ein Puffer auf einem USB-Gerät, an dem man Daten senden und empfangen kann. Unter Endpoint-Kommunikation versteht man Endpoints, Pipes und Host. Und ein Endpoint ist das USB-Gerät, in dem Fall der LiDAR. Eine Pipe oder Rohrleitung ist die Software für die Kommunikation. In unserem Fall ist es unser Python-Programm. Und der Host, der Raspberry Pi, schickt und empfängt Daten durch ein Pipe. Die Daten werden durch Bulk-Transfer übertragen und man bekommt ein Array vom LiDAR-Gerät, wie man hier links unten sehen kann. Und der Array wird in einzelnen Daten aufgeteilt und wird in nützliche Informationen für den Pika durch ein Parser-Programm, das von uns geschrieben wurde, umgewandelt.